Depri den vitiete in aset misalto duet selvensit der Eurotrack Simulator 2. Das heißt übersetzt auf Deutsch: Hallo und herzlich willkommen zur Eurotrack Simulator 2 Folge 72. Ich glaube, wir haben 71 Fense, oder warte. Selk Fense. Das war tschechisch übrigens. Ja, weil wir jetzt nach Tschechien fahren. Nein, wir sind in Tschechien. Wir sind in Tschechien. Oh. Du hast schon geschlafen, nicht nochmal schlafen drücken. Du kannst mit Pfeiltasten. Mit hier. Auf jeden Fall cool. Das, was wir eben gerade gemacht haben. War Tobias, du hast neutral. Jetzt ist es. Schlauheit. Auf jeden Fall die Folge Selk-Fans. Wir kommen langsam Richtung, was heißt 100? 100 wahrscheinlich. Oh, Millionen. Undead. Wir haben ein paar lustige Sachen wieder eingegeben. Ja. Einmal kaum. Ich weiß zum Beispiel, dass Tobias auf Türkisch Tobias. Dabei. Oder dass Google sich selbst Google heißt, wenn man da einen Buchstaben verändert, sagt er Google. Und wenn du nur ein O machst, sagt dann Google. Google. Oder sagt er trotzdem immer noch das Ogel. Ne, das ist ein bisschen. Da müsst ihr noch dran arbeiten, Google. Was fahren wir jetzt eigentlich schon? Will ich noch kurz mal schauen. Hallo? Wird dich angezeigt. Wir müssen hinfahren müssen. Achso, ja. Das ist klar. Ja, schauen wir gleich. Und Stauende. Ich könnte jetzt auf Tschechisch fluchen, aber ich kann leider kein Tschechisch. Vielleicht könnt ihr es ja. Ihr alten Tschecher. Tschechien? Tschechien. Nicht. Tschechien ist das Land und Tschechien sind die Leute. Was? In Tschechien. Tschechien. Ja, okay. Zungenbrecher. Tschechien. Hallo. Tschüss. Das ist cool. Sehr cool. Jetzt ist es cool. Dann kommt ein Kreisel. Einfach rüber. Aber ich muss ja gar. Ich wollte ja schon blinken, aber das muss ich. Du wolltest eigentlich rüberfliegen, gell? Ja. Aber das hast du lieber nicht gesagt in der Aufnahme. So. Was denn? Radarkontrolle. Oh nein. Ich darf nur 50 fahren. Was? Du kannst bremsen, wenn diese Radarkontrolle erst kommt. Die kommt eh später. Ach so. Da ist dieses Schild. Da. Oh, da ist sie. Ganz sicher. So, jetzt. Gas geben. War ja klar irgendwie. Hier, da, nach Frankfurt. Da müssen wir lang fahren. Auch wenn wir gar nicht nach Frankfurt wollen. Frenkel. Wir fahren ja nach Erfurt. Was? Erfurt? Ja, wir fahren nach Erfurt. Frankfurt. In Magdeburg dürfte das sein. Ich fahre nach Erfurt, in Magdeburg dürfte das sein. Ach so, nee. Warte. In Thüringen. Brandenburg wollte ich sagen, nicht Magdeburg. Hä? Brandenburg, das ist ein Bundesland. Ein deutsches. Nein, das ist in Thüringen. Erfurt ist in Thüringen. Stimmt. Aber Brandenburg grenzt an. Es liegt auf jeden Fall sehr nah an Brandenburg, das weiß ich. Ach so, das meinst du damit? Ich habe irgendwas anderes gedacht. Ja, erst habe ich falsch gesagt. Stimmt, Thüringen. Ja. Thüringer Klöster. Das war so klar. Das steht auch nicht in der Beschreibung. Die mag ich sehr. Doch, ich schreibe es extra mit rein. Nein, ich lösche es sofort wieder. Oh. Die schmeckt. Es kommt wieder ein Kommentar. Ich mag Thüringer Klöße. Genau, schreibt mir in die Kommentare. Wenn mir. Stellt alle zu. Wenn ich nach Erfurt komme, dann singe ich das. Genau wenn ich reinfahre. Oder wenn ich dann in Erfurt bin. Singe ich Thüringer Klöße. Extra für euch eine Live-Version von meinem Cover von Thüringer Klöße. Tobias C2P präsentiert. Thüringer Klöße. Als Musiker. Oh, plus 50 EP für 100 Kilometer während der freien Fahrt. Seit wann wird es da schon immer angezeigt? Ja, ach du. Ich glaube, wir haben eben einen kurzen Cut gehabt. Ich glaube, ihr habt es gar nicht gehört. Ich glaube, 30 FPS waren es eben. Das war viel zu viel. So, jetzt hier cool. Oh, das ist ja geil. Aus Blink. Du hättest nach links fahren. Warum kriegen wir nie einen Unfall irgendwie? Fahr zurück. Ja, ich habe ja Zeit. Wieso bist du nicht nach links gefahren? Ja, langsam sollte hier mal was passieren. Ah, natürlich, es kommt kein Zug. Es blinkt aber, pass auf. Wieso bist du nicht nach links gefahren? Das weiß ich nicht. Ich wollte ja irgendwie ausweichen. Oh, natürlich jetzt. Wir durften noch rüberfahren. Du wolltest eigentlich nach links oder bist du doch nach rechts gegangen? Das war ziemlich dumm.
Es darf dir nie im echten Leben passieren. Doch, niemals. Doch, passiert mir ständig. Nee, jetzt ernsthaft, du musst einen Unfall so vermeiden. Das steht so im Buch. Im echten Leben würde ich rechtzeitig bremsen. Das stimmt. Aber du fährst hier trotzdem normal. Ja, es blinkt nur, jetzt mach nicht so ein Aufschiss, Alter. Aufschiss? Aufschiss. Ich mach keinen Aufschiss. Nicht du. Der Typ hier, die schlaue Lampe da vorne. Bestimmt eine Frau. Oh, da hatte ich kurz einen Hustenanfall, das tut mir natürlich leid. Ja. Aber man hat ja nichts gehört davon. Oh Gott, wie lange ist es noch? Kann ich nicht einfach hier über die Hügel fahren wie beim Landwirtschaftssimulator? Dann geht's viel schneller. Ja, hier. Warte, wie heißt die Firma? Ich hab's gerade nicht gelesen können. Ihr wisst es. Ich glaube, das ist eine neue Firma. Weiß ich gar nicht, ob die es seit der ersten Folge wirklich gibt. Das ist bestimmt irgend so ein Steinbruch oder so. Ja, Steinbruch. Da weiß ich auch die Namen nicht von. Ich weiß nur von den normalen Firmen. Ja. Auf jeden Fall geht's hier hoch und das gefällt mir natürlich sicher, da wir dann noch mehr Zeit haben. Noch mehr Zeit brauchen, weil unser LKW ja so super schnell ist, wenn er hochfährt. Ah, jetzt geht's wieder runter. Das ist cool. Erinnert mich ein bisschen hier an die Straßenzug von Italien in Bergen, da Österreich, Italien. Da geht's auch die ganze Zeit so und links und rechts und dann wieder hoch und wieder runter. Da wird mir immer schwindelig. Manchmal. Ja, manchmal. Manchmal. Manchmal, aber immer öfter. Kommt drauf an, wie schnell man fährt. Ja. Aber manchmal wird mir schwindelig. Ich fahre 90, ich weiß nicht, ob das hier erlaubt ist, aber ich glaube, die Polizei kennt diese Strecke nicht. Oh, ziemlich viel FPS, und aber es bewegt sich trotzdem noch. Und deshalb können sie hier keine Radarkontrolle aufbauen, weil sie das hier überhaupt nicht kennen. Aber das hier ist geil. Hier eben gut, cool geslidet und so. Ja, finde ich geil. Mhm. Mag jeder. Das ist mir sehr denn, um beim Tschechischen zu bleiben. Was heißt das? Das heißt eigentlich willkommen. Ich weiß nicht, ob du. Oder Depri. Depressiv. Bist du Depri, Alter? So, nach. Oh, es ist weg. Oh. Wollen kann eigentlich nicht sein. Nach Brno fahren? Ja, können wir machen, aber müssen wieder zurückfahren. Nein, ich hab eine Lösung. Nee, ich bin jetzt da drauf gegangen. Das ist da, wo ich jetzt bin. Ach so. Ja, dann machen wir das. Das können aber wir auch eigentlich machen. Der Auftrag sein sollte. Aber nicht ist. Gut, dann fahren wir nach Brno. Ich weiß nicht, was es für eine Stadt ist. Keine Ahnung, ich schreib's in den Klammern dahinter. Oder drüber. Brno. Warte, wo muss ich jetzt lang? Was liefern wir? Es steht aber immer da oben. Druckbehälter. Haben wir noch nie gemacht. Doch. Nee, noch nie. Nee. Ich nicht. Schon viermal seit der 50. Folge. Oh. So, Zettel für Folge 50. Nee, es bringt nichts. Schade. Dieser Staub auf der Scheibe. Warte, halt, stopp. Bleib stehen. Warum? Fahr weiter. Bleib nicht stehen, fahr weiter. Ich dachte eigentlich, der Breno ist im Gefängnis, aber nee, der ist mittlerweile draußen, denke ich. Was? Wer es weiß, das war ein Fußballspieler, der Breno aus Brasilien, der hat sein eigenes Haus angezündet. Oh. Der ist sehr schlau und muss dafür ins Gefängnis. Und welche Verein waren der? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, der hat erst für Nürnberg oder so gespielt oder irgendwie so und dann ist er, als er das schon gemacht hat, ist er irgendwie. Also er braucht dann Unterstützer, ich glaube, da wurde er gefeuert bei seinem Verein und durfte dann halt geldlich zu Bayern was, glaube ich, genau. Das ist auch schon. Wie lange ist das her? Das ist Jahre her. Ja. 4 Jahre oder so. 2009? Ja, kann sein. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass Breno ein paar Monate oder sogar ein Jahr, glaube ich, für Bayern gespielt hat. Und dass er davor irgendwelche kriminellen Machenschaften hat, dieses Haus, was er angezündet hat, gemacht hat. Und ich weiß nicht, irgendwas war da noch vor. Ich weiß nicht, ob das Haus, was er angezündet hat, das in München war oder das davor. Aber auf jeden Fall hat er vor München noch irgendwas Kriminelles gemacht. Aber ist ein guter Mann auf jeden Fall. Deswegen hat er nur was Kriminelles gemacht. Ja, ich meine, er war etwas depressiv, will ich jetzt nicht auch sagen. Er war etwas, wie kann man sagen, deprimiert und. Nee, er war etwas deprimiert. Nee, kann man nicht sagen. Er wollte einfach, weiß nicht wieso, aber wollte irgendwas beenden und hat er halt gesagt, tue ich halt mein Haus anzünden. War am Ende nicht so schlau. Wird er sicherlich selber wissen.
wenn man nicht so schlau war. Aber ansonsten ist er ein sehr netter Mann. Du kommst hier ziemlich gut hoch. Weil das wiegt auch 22 Tonnen. Ja. Und das ist schlau, weil jetzt komme ich nicht mehr weiter. Kann es sein, dass der Motor aus ist? Nein, ich kann ja noch rückwärts fahren. Dann fahr mal, dann lass sie mal runterrollen. Schau mal lieber nach hinten, bremst mal. Dann ist wieder hoch. Nee, fahr am besten komplett runter. Und dann fahr einfach so. Warte, ich schau mal. Okay. Dann fahr da am besten runter. Oder versuch's jetzt mal. Weiß ich. Ja, einfach mal. Da ist er dagegen. Da ist er, da ist er. Ich bin nicht dagegen. Oh, pass auf. Na, das ist ziemlich geil. Das ist ja scheiße. Das muss man mit einberechnen. Haben wir nicht gemacht. Scheiße, ne? Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich glaube, das ist nicht ganz so steil. Die andere Seite? Da gibt es keine andere Seite. Achso, ja, du meinst... Hier. Aber das sieht schlecht aus. Nee, nee, jetzt geht's. Ach aber so. Gleich ist, glaube ich, noch so eine Passage. Da freue ich mich schon drauf. Bleibst aber konstant, wie ich das sehe. Aber wenn ich einen Cut machen? Na, schauen wir mal, wenn du jetzt nicht hochkommst, machen wir Cut. Aber du fährst ja wieder schneller. Ja, ich versuche wenig zu lenken. Ich glaube, das ist das Geheimrezept hier. Das ist nicht Geheimrezept, das ist eigentlich Logik. Versuch, ich muss hier lenken. Sonst komme ich nicht durch die Kurve. Ja, klar, schon, aber. So, jetzt geht's wieder. Also, das sieht sehr staubig aus hier. Muss mal geputzt werden hier. Super Nanny muss mal ankommen hier. Super Nanny zum Putzen? Achso. Ja, ja, die kann das. Die ja. Ist Mutter, die kann das. Ja. Sie ist Nanny. Sie hat nicht gesagt, dass sie Mutter ist. Sie ist eine sie Nanny. Ist Mutter. Nee. Von zwei Kindern, glaube ich, nee. Die Super Nanny. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Die ist so lange her, dass die das letzte Mal auf Sendung gegangen ist. Nee, ich glaube, es wurde abgesetzt wegen Quoten. Ja. RTL will nur Quoten. Ich fand es eine geile Sendung, vor allem. Auch. Die Eltern kamen immer und haben gesagt, ja, unsere Kinder, die sind nicht mehr normal, die machen das und das. Und dann kamen sie an, hat die Eltern, hat mit denen gemeckert. Das fand ich ganz geil. Dann, ihr macht alles komplett falsch. Ja. Das fand ich das geil. Scheiße. Die Eltern denken nämlich immer, wir Kinder sind schuld. Oder immer. Wir Söhne oder Töchter. Und meistens dabei ist Töchter. Meistens die Erziehung, die versagt. Ja? Oh, Tobias ist ja schon der Profi, der hat schon drei Kinder. Hat schon zweimal die Nanny gerufen, er weiß das schon. Ja. Nee, er war sein Bruder. Genau. Oh. Der hat bestimmt voll viele Kinder, ich muss ihn mal fragen heute. Ja, was für Kinder? Wie viele Kinder hast du? Nur so, was ich habe Kinder? Fünf Freunde. Dann wird er bestimmt drauf antworten, egal. So wenige. Und zwei davon sind echt. Nee, ich bin ja voll der Aufreißer-Typ in Wirklichkeit. Zwei Freunde existieren in Wirklichkeit. Ich sitze hier so und voll wieder geil auf Mädchen oder nein, natürlich nicht. Ja. Ich bin ja Gamer, ich darf ja nicht geil auf Mädchen. Du bist gay? Ich bin Gamer. Achso, ich hab Gay. Ich muss ja mein Computer leben, da habe ich keine Zeit für Frauen, deshalb. Das kommt sehr gut an. Ist nee, ja nicht so, dass man. Du hast ja mal gesagt, dass Leute aus der Schule zugucken, ne? Ich kenne wenige Let's Player tatsächlich, die gerade eine Freundin und eine Frau haben. Außer der Rumpel, der hat eine Frau, das weiß ich. Ah ja, klar. Aber Harald Frenkel. Weiß ich nicht. Ich glaub, der hat eine. Der hat eine Frau oder zumindest. Ach so, ja, Motorverhehlfunktion. Das ist natürlich schlau. Sollten wir mal reparieren. Aber erstmal fahre ich jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ich doch noch einen Cut reinmache, weil wir haben schon mehr als 14 Minuten und wir haben noch nicht mal angefangen mit der Fahrt. Das wird eine ziemlich lange Folge. Aber ihr hört es wahrscheinlich eh kaum, weil ihr wahrscheinlich vorspult bis zum Ende, weil ihr so geil auf das Ergebnis seid. Ne, gibt's doch zu, Leute. Aber zum Beispiel, jetzt, wenn man wirklich Let's Play wirklich als Hauptthema macht, und wirklich die ganze Zeit nur dabei ist, da gibt's eigentlich schon zwei Paradebeispiele in Deutschland, das ist Kronk und Sarazan natürlich, die machen auch ein Live. Die machen ja, aber die machen ja, ich weiß nicht, ob die eine freie Minute für sonst irgendwas anderes haben. Ja, haben sie. Aber zumindest wenn sie eine freie Minute haben, um zu labern, dann reden sie auch über LPs. Ne, der Kronk hat auch frei. Zum Beispiel morgens immer. Stehen sie ganz früh auf und machen. Nur halt, Kronk hat momentan halt auch keine Freundin, der arme. Freunde? Obwohl ihn so viele Mädchen anhimmeln, aber. Naja. Ja, das machen sie nur wegen dem Ruhm. Ist halt ein bisschen schüchtern hier, der. Das Problem ist, es gibt mehr Männer Kronk. Als Frauen, die Let's Playen. Das ist der Nachteil. Also, weil Let's Player und Let's Playerin könnten prima zusammenkommen. Aber Frauen können das ja. Frauen können das ja. Heute spielen wir Barbie. Let's Play Barbie. Wir haben ja eine.
Ja, okay, was ist los heute? Wir haben ja eine wirklich gute Let's Playerin, auch sehr sehr bekannte Let's Playerin in Deutschland, das ist die Trash. Trash das Money, falls jemand sich nennt, immer Trash halt, weil sie halt. Weil sie so wie ein Müll weil ist. Sie, halt, ja, sie spielt halt Müll. Nein, sorry, Trash. Aber. Du sagst es auch noch, sorry, Trash, genau. Und vor allem, bei ihr und Kronk, da funkelt es ein bisschen, aber sie hat fummelt. Ja, sie hat ja einen Freund. Nicht fummelt. Das ist, so weit waren sie noch nicht. Aber da funkt's ein bisschen. Sitzen die eigentlich, wenn sie zusammen spielen, nebeneinander? Kronk und. Wenn sie bei ihm zu Gast ist, schon. Sie ist bei ihm zu Gast? Ja. In Let's Play. Und da machen sie immer dann so. Wenn Trash das Money dabei ist, fällt immer, auch wenn sie alleine Let's Play, immer irgendwelche schmutzigen Witze. Das ist immer so. Bei ihr könnt ihr ruhig mal reinschauen, macht geile LPs. Meistens Point-and-Click-Adventures. Macht sie sehr gut. Oder Silent Hill ist jetzt zum Beispiel das beste Let's Play, meiner Meinung nach, was sie gemacht hat. Aber auch, keine Ahnung. Ich gebe mal ein Let's Play Barbie. Mal schauen, wie viele Mädchen es gibt, die nicht so berühmt sind. So haben so bestimmt eh nur Jungs gemacht, so als Scherz-Let's Play. Um sich drüber lustig zu machen. Niemand erkennt sich an einem Channel-Namen. Zum Beispiel Plauke-LW. Ja. Das muss jetzt sein. Oder Konrad. So in der Zielkonferenz. Alter. Wenn es 210 Conny heißen würde, dann schon. Glauco LP und 210 Conrad können wir nicht auseinander in der Folge sagen. Die gehören einfach zusammen. Konrad, falls du das jetzt hörst, tut uns leid. Glauco LP natürlich nicht. Nein, ihr seid sowieso für den Boden. Für den Glauco-Boden. Nicht der Konrad, der ist ja auf einer Stufe mit Sachsen-Let's Player bestimmt. Hier, also nicht, dass Sachsen-Let's Player schlecht ist, aber jetzt. Vom Akzent her. Nee, nee, so. Von der Stimme schon. Akzent hat er wieder einen anderen, der Konrad, der alte Sack. Aber, es regnet gleich wieder. Oh mein Gott, wir müssen die Regen wahrscheinlich gleich mal unterstellen. Das regnet. Haben wir schon. Haben wir schon sehr niedrig gemacht. Vor allem ist es schon sehr niedrig, aber wenn es komplett stille regnet, wahrscheinlich immer. Lass es mal einstellen, dass es immer regnet. Ach, mit dieser mach mal Licht an. Mach mal das Licht an. Es wird dunkel. Ich dachte, es regnet gleich. Ja, wir haben 21 Uhr hier. Mach nochmal, drück nochmal L. Ja, so brauche ich jetzt auch noch nicht. Ist mal leicht. Nein, du musst es komplett einstellen, sonst steht da. Habe ich doch letztes Mal auch gehabt in der letzten Folge. Ja. Ja. Hallo. Hi. Hallo. Hallo, Kollege. Oh, das war knapp. Oh, das war ja, einfach mal ran zur Begrüßung hier. So macht man das. Ja. Dann macht er wieder coole Geräusche, unser LKW. Das ist der LKW, das ist ja der Standstreifen. Also der Streifen da. Nee. Doch, das, so hört sich, wenn man auf diesem Streifen fährt, warte, hört sich so an. Echt, doch so stark sind, macht immer ja, der LKW. Wenn du auf der Autobahn fährst, hörst du es auch mit dem Auto. Nicht immer, manchmal. War jetzt natürlich nicht. Hat man nicht gehört. Doch, ich glaube, das hat man noch gehört. Alles Schlechte, was mir angehängt werden kann, hört es man. Es regnet sich mal, Tobias, wieso sind die Scheiben? Weiß ich nicht, habe ich eben gerade einfach ausgemacht. Bist du eigentlich, guck mal, was ist das dazu schon? Du siehst doch alles. Aber du drückst immer noch ja. P anstatt. Ich Ü. Will halt EcoFresh nachmachen, weil er mein großes Vorbild ist. Bruno. Nein, du drückst einfach immer nur Ü. P anstatt. Nee, ich will einfach nur EcoFresh nachmachen. Mehr will ich gar nicht. Weil der so geil ist. Lüg nicht hier rum, du drückst immer den falschen Knopf. Ach. Das ist irgendwie immer, nachdem du eine Kurve fährst, ist auf einmal immer der. Immer Gork hier jetzt nicht mehr, aber sonst ist es immer so. Bei EcoFresh, wenn du weißt, was der gemacht hat, dann ich weiß es. Dann aber verstehst trotzdem. Du auch, warum ich ihm nachmachen muss. Schon so lange her. Außerdem ist er damals ein Auto gefahren und nicht ein LKW. Oh Gott, mit LKW. Ich glaube, da würde ich ihn gar nicht reinlassen. Der ja, mit unserem LKW sowieso nicht. Ich glaube, der hat versagt da. Ich würde ihn in unseren LKW auch nicht reinlassen. So. Oh, doch, da. Ein Computer spielen kann er, glaube ich, ganz gut hier. Nee, ein Rapper hier. Nicht unser LKW. Unser. Mit uns. Der ökologische Frische. Genau. So heißt es übersetzt. Nee. Das stimmt voll gar nicht, ey. Cool. So. Da stand Radarkontrolle. Ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Aber ich glaube, ich schätze, die 5 Kilometer oder so entfernt ist. Denkt an 90, ne? Ja, aber die kommt nicht mehr. Das ist schon Jahre her, wo das Schild da stand. Bis jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei die Radarkontrolle, da steht ein Schild. Komisch.
Ach, ne, das waren wir. Naja, für euch war es ja schon, du hast es nicht gemerkt. Naja. Wir wurden zumindest nicht geblitzt, das kann man schon sagen. So, vielleicht eine kleine Steigung, nicht Steigerung. Steilung. Steigerung vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ja, ist gut jetzt hier. Extrem schmal hier die Spur, nicht so wie in Deutschland. Ja, total schmal. Ja, ist ja nicht so, dass wir schon in Deutschland sind, ne? Nein, wir sind noch in, das sieht man an den Schildern, wir sind noch, wir fahren ja nicht nach Deutschland. Doch, wir fahren nach Erfurt. Wir fahren nach Brno. Ach stimmt, oh Mist. Weil Erfurt weg ist. Ah, ich dachte immer noch, dass wir in Erfurt, ah Mann. Vergesst das immer. Hallo. Hi. Oh. Er hat mich geschubst. Das war tatsächlich meine Schuld, oh, Schande über mich. Schande auf mein Haupt. Yep. Das sehe ich auch so. Genau, hier so. Ist gar nicht gefährlich, wenn Autos neben dir fahren, einfach diese Einstellung zu nehmen. Das okay, jetzt wird's gefährlich. Vollkommen sinnfrei. Es ist sinnfrei, aber es macht sinnlos. Spaß. Sinnlos. So, ich bleibe hier einfach mal auf der Überholspur. Ich weiß nicht, aber in Tschechien darf man, glaube ich, auch nur rechts überholen. Ich glaube, das ist EU-Recht, außer in Großbritannien. Oh, da darf man von links überholen. Wo genau? Oh. Nach Brno geht es da. Spricht man das Brno oder Brno? Das ergibt eigentlich schon Sinn, dass es in England nicht verlinkt, dass man in England nicht rechts überholen kann. Ja, weil durch diese, durch zum Beispiel Smir, durch das SM wird auch ein, also was erzähle ich jetzt? Von was redest du? Ja, eben, von was redest von du? Von Smir. Von zwischen M und R ist ja, wird ja ein I gesprochen, weil da halt kein Vokal drin ist. Und eigentlich müsste es dann bei Brno auch so sein, oder entweder heißt Brno oder Brno, ich weiß es nicht. Nee, du sagst ja Brn. Wenn du sagst B und N, oder mit R, B, R, N, Brn. Und es hört sich an wie ein E. Aber die meisten sprechen dann E, aber eigentlich kroatisch heißt es richtig Smr. Du sprichst trotzdem eher, weil S und R, Sr. Ja, wenn man zwei so zusammen hat, dann entsteht halt ein Vokal. So entstehen halt die Vokale. Ja, das ist schlau eigentlich. Das ist gar nicht so dumm. Haben sie gar nicht so dumm. War ja auch in Deutschland so. So sind unsere Vokale entstanden. A, E, I, U. Was ist ein Vokal? Die immer noch, zum Beispiel Vulkan heißt bestimmt auf Kroatisch Vulkan. Vulkan? Vor allem A, E, U, U, wenn man das so schnell spricht, Ajo. Ist es voll schwer zu irgendwie zu sagen. Aber wenn man so sagt A, E, I, U, U, das klappt, wie man in der Grundschule machen muss, aber heutzutage muss man A, E, U. Ajo. Oder A, E, U. Ich sag dann immer A, I, E, O, U, weil ich so schnell sagen muss, aber eigentlich heißt er A, E, E, O. Red nicht so schnell, man muss sich noch verstehen. Ah, also versteht man. Manchmal hast du so Momente, wo du einfach ganz schnell redest, da fällt dir gar nicht auf, da redest du immer so ganz schnell. Ich freue mich, wenn ich schnell rede, dann, wenn ich schnell rede, geht alles irgendwie... Das hast du schon mal gesagt. Ist irgendwie so schnell vorbei für mich, diese Seite und so, da kann ich einfach schneller reden und das ist ja cool. Nee, das hast du schon mal gesagt. Aber das hat man jetzt alles verstanden, ich habe ein bisschen zu langsam gesprochen. Das hast du schon mal genau so gesagt. Ja. Ich weiß ja, wenn ich welche Folge. Heute bin ich nicht in der Stimmung, richtig schnell zu reden, das war jetzt eher lahm für mich. Okay. Philipp lahm, war das. Sehr Philipp lahm. Lahm, aber gut, Philipp lahm. Ja. Ja, da hast du recht. Ja, also jetzt nicht lahm. Es heißt ja Philipp lahm, lahm, aber gut. Heißt nicht, dass er jetzt langsam ist. Nee. Es passt halt, dass er, wenn er klein ist. Er ist schon sehr schnell, aber wegen dem Nachnamen. Lahm und gut. Es ist so ein Wortspiel. Bart aber fair. Genau, Bart aber fair. Das gibt's auch. Ich finde es sogar lustig. Bart aber fair. Da. Motor Fehlfunktion. Start PC neu. Error. Error, ja. Hier, da. Die Aliens greifen uns. Invasion. Okay, Drogenmodus sollten wir mal ausmachen. So, da was? Ne, das klang echt wie so ein Drogenmodus da von dir. Alter, hast du diese neue Mission gerade gehört? Da hat doch irgendwas gerade nach Landwirtschaftssimulator geblinkt. Ah ne, das war nur dein Handy. Das blinkt immer, als ob eine neue Mission kommt. Da denke ich immer, hä, was, neue Mission, cool. Aber wir sind ja im Euro-Truck-Simulator. Ich habe ein Samsung? Handy. Samsung. Ist koreanisch, Samsung. Samsung. Heißt teuer. Und das ist wie, die sagen es dann auch Samsung. So wie die Deutschen, Samsung. Google-Übersetzer. Die Japaner sagen Samsung. Samsung. Und LS hat dieses Geräusch von Samsung geklaut.
Und Apfel auch. Apfel auch. Der okay. Apfel auch. Wo haben die das geklaut? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welchen Ton die haben. Apfel. Also Apfel. Ja, also Birne, ich nenne Birne immer Samsung und Apfel haben was gemeinsam. Es gibt tatsächlich eine Handyfirma mit einem mit einer angebissenen Birne, die sich Burn nennt, glaube ich. Also ja, aber die gibt's nicht wirklich, die ist nur in Sendungen so drin. Nee, aber ich glaube, es hat sich jetzt wirklich eine herauskristallisiert. Das wird halt an Sendungen immer Birn oder so. Aber es gibt jetzt eine, die heißt zwar nicht wie im Englisch, aber die heißt Burn. Also Bern. Wie die Stadt in der Schweiz, Bern. Aber ich glaube, die wurde mittlerweile verboten oder so, keine Ahnung. Ich finde sie cool. Ich meine, die haben einfach nur. Ich habe gar nichts gemacht, Apple eigentlich. Apple-Handys genommen und ihr Zeichen draufgeklebt. Also als Fanfiction, sozusagen. Haben sie eigentlich eine neue Mode, also so wie Schutzhüllen gemacht? Eigentlich schon, ja. Aber. Tobias kennt das Wort Schutzhüllen nicht. Doch, ich weiß, was Schutzhüllen sind. Nee. Du hast aber keine. Ja, ich brauche keine. Ja, weil es dir egal ist, wenn das Handy kaputt geht, dann dann sagst du dann, hier, kann ich mir ein neues Handy kaufen. Galaxy. Ja, klar. Habe ich eine Wette abgeschlossen. Voll. Danach habe ich das Handy zerschossen. Und dann habe ich ein Galaxy. Du hast eine Galaxie habe ich bekommen. Extra. Du hast gar nichts bekommen. Ich weiß. Noch habe ich. Guck mal, jetzt, wie der eiskalt hier in der Folge rumlügt, ja? Da gab es eine scharfe Kurve, das ist dir klar, du fährst mit 90 da lang. Ach. Nicht mal übertreiben hier. Es ist die doch nicht so scharf, die sah echt viel schärfer aus. Ja, doch, am Ende ist es ein bisschen schärfer, aber. Kommen wir langsam mal an, das nervt gerade ein wenig. Du weißt ja nicht mal, wie viel Zeit. Ich kann mal schnell nachschauen. Oh. Der Streifen macht mich verrückt. Ach, das finde ich cool, dass ihr darauf auch geachtet habt. Fahr mal auf den Streifen und geh mal da mal an die Außenansicht. Mal schauen, ob man das da auch hört. Ja, wahrscheinlich schon. Oh, 100 fahr ich, das ist... Na, guck mal, man hört ja eigentlich alles im Interieur leiser als draußen. Das heißt, wir müssen es eigentlich richtig laut hören. Gleich gibt es einen super Crash hier, wenn ich so schnell fahre. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Karte schauen, weil hier sieht es aus, als ob jeden Moment so eine Kurve kommt im Dunkeln halt. Da hinten kommt eine. Wir sind immer noch in Tschechien, wollte ich gerade sagen. Aber das wird sich diese Folge ja nicht ändern. Muss ich kurz mal. Hier. Da ist wieder ein Wagen, der aus Deutschland gekapert wurde. Hier, da sieht man. So sehen die Wagen nämlich immer aus, die aus Deutschland geklaut werden. Kein Audi oder so, meistens so Anhänger-Dinger. Anhänger-Dinger. Finde ich cool. Weil dann bleiben die Audis Deutschland enthalten oder so, und die BMWs und die Mercedes und die Rolls-Royce. Was? Kennst du nicht Rolls-Royce? Na, was ist das denn? Okay, naja, du bist nicht reich genug dafür. Das ist eine sehr, sehr teure Automarke. Und wo weißt du das? Du bist doch auch nicht reich. Tja, ich kenn das halt. Du hast das wieder. Ich habe sehr viele Connections. Hier muss ich abbeigen. Ich weiß nicht, wie das auf Tschechisch heißt. Ich würde es gerne übersetzen, aber. Oh oh. Ach komm, ganz. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo wir alles mit Instant-Buttons abgespielt haben. Haben uns damals so cool gefühlt. Ich erinnere mich nicht daran. Ich will auch. Oh. Das klappt. Genau hier in die. Oh, ich dachte jetzt auch schon. Nach Wien geht's hier geradeaus. Ich finde in Tschechien die Zeichen, da geht's nach Frankfurt oder nach Wien. Da ist immer das Schild und dann ist so ein silberner Pfeil da oben drauf. Finde ich geil. Ich nehme es mal unnötig. Naja, aber das sieht geil aus halt eben. Oh, ich bin gleich da. Erster Aufenthalt in Brünn. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt. Brünno oder Brünno. Alter. Oh. Ich habe am Ende noch aufgeholt. Fast 30 Minuten haben wir jetzt. Hätte Fahrradkette nicht gedacht, dass Muss da rein. Und du hast die einfach verpasst. Das sieht aus, als ich noch ein bisschen weiter muss. Ah, doch, das ist stabil. Nicht. So, ja, stopp. Das war dumm. Zurück. Nein, das geht so nicht weiter. Jetzt. Komplett da. Richtig, rechts am Rand. Du musst da komplett richtig. Das passt, oder? Nee. Zurück. Warte, wenn ich jetzt hier lang fahre. Warte, es klappt noch. Oh, da ist unser Super. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen Schaden aufgebracht. LKW-Fahrer, ich schau mal schnell nach. Oh, warte. Ach so, da. Ihhh, das hatten wir auch schon so oft.
diese Parksituation hier, die Nährschlangen sind. Danach musst du echt mal. Da bin ich schlecht, und der Marcel auch. Haben wir ja gesehen. Nee. Doch, da hast du voll verkackt. Das ist das war eine andere Parksituation. Doch, das war genau diese. Nein, ich bin da nicht reingefahren. Ich hatte viel mehr Platz. Folge 40 oder so. Ja, das ist aber auch schon länger her. Oh, ja. Ich muss mal gerade machen, warte. Kann ich die Zeit gerade nutzen? Weißt du was? Ich fahre jetzt nach da hinten. Warte, das passt doch noch, oder? Ich glaube, das kann ich. Guck mal, das passt doch noch. Warte. Dann eben nicht. Ich zieh's unnötig in die Länge. Ach, du willst es so wie ein echter LKW-Fahrer machen, der so reinfährt? Ich schau, ob ich das so kann. Ich weiß es nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Ich sollte es so langsam gerade machen. Das passt nicht. Oder? Nee, du knallst da rechts, links neben dran. Aber es würde klappen, wenn du den richtigen Moment triffst zum Reinfahren. Wenn ich. Warte, ich muss schauen, ob ich gerade bin. Oh Gott, kann ich nicht sehen. Jetzt. Rückwärts. Nee, du hättest vorher schon einschlagen müssen. Warte. Aber jetzt kann ich. Oh. Vielleicht. Oh. Ja, komm. Ich will da rückwärts gehen. Nee, wir müssen jetzt. Nein, dann das war falsch. Scheiße. War das verkackt. Nach da. Nee. Andere Seite. Ja, genau. So. Nein, ja, genau da. Nein, du musst schon vorher einlenken, bevor du losfährst, sonst klappt es nie. Warte mal. Dann musst du vorwärts. Insofern. Ach, warte. Warte, stopp, bleib! Oh. Ah, jetzt bin ich scheiße raus. Ja, du wirst gerade machen müssen. Schau mal, mach jetzt mal direkt. Schieb mal direkt andere Seite. Bleib noch stehen. Schlag komplett ein und jetzt versuch's mal. Und jetzt andere Seite. Stopp. Ja, ich glaube, ich bin gerade fest. Nee, du musst vorher mal stehen bleiben. Ja, probier's einfach. Genau. Wir schieben das Ding nach hinten. Egal. Wir kriegen keinen Schaden darauf. Gut. Oh, er hat sich gelöst. Wie schnell. Das kannst du jetzt eigentlich anders. Ja, genau dann. Das sollte man jetzt eigentlich nicht verkacken können. Aber der Tobias, der ist ja so ein Spezialist im Verkacken. Mach jetzt mal vorwärts. Nein, klar. Andere Seite lenken. Verdammt. Du musst vorher schon stehen bleiben, sonst klappt das nicht. Hat doch nicht geklappt. Ja, gerade noch so. Weil du langsam warst am Anfang. So. Schau mal. Jetzt muss ich schauen, wie ich lenken. Logisches Denken ist hier sehr angebracht. Und da sind wir endlich drin. Ausgezeichnet auf jeden Fall für diese lange Folge. Das ist wenigstens etwas. 13.000. Das bringt uns sehr weit. Oh, viele Erfolgspunkte, genauso wie immer. 144.000. Okay, ja. Das sieht geil aus. Steif. Oder haben wir sogar hier einmal. Guck mal, jetzt haben wir, glaube ich, wieder Folge 65 eingeholt, fast, ne? Da wir es verkackt haben. Obwohl wir nur 4 Folgen so gemacht haben. Hier, da war es am Anfang ziemlich schwach, aber es wurde immer steif. Wir sehen bald auch endlich, was die neue Stufe ist. Ich glaube, auf welchem Level hat man das denn gesehen? Dann sind wir geiler Worker. Man müsste das fast ab Level 15 sehen, naja. Ja. Dann hat. Naja, auf 3. Okay. Wo fahre ich denn nächste Folge hin? Von Brno nach O. Nach Banska bis Derdeka. Ja, das ist. Ich werde googeln, was das ist. Oder nach Krakau. Ja, da können wir auch gleich nach Banska. Ja. Da hast du recht. Dann fahren wir nach Banska. Oh Gott, das muss ich googeln, was auf Deutsch heißt. Banska. Bandwurm. Genau, Banska. Okay. Wo ist denn das? Ach, wir sind schon da. Ist ja cool. Dann nehme ich warte, ich nehme mich noch schnell an. Geh rein. Ah ja, da ist es. Das zahlt sich wenigstens gut aus. Direkt in der Folge haben wir es gepackt. Was fahren wir denn dann? Satteltief leider. Okay. Oh ja, das
gefällt mir. Was, wie unser LKW wurde schon zerschleppt von den Polen. Das steht schief irgendwie, Tobias. Na, drin. Oh. Natürlich. Danke, Tobias. Warum ich? Das war vorher schon beschädigt, weil du dagegen geknallt bist. Das stand da vorher noch gar nicht. Ich hab nur diese Gelbe. Das stand die ganze Zeit schon da. Da stand schon die ganze Zeit zwei Stück. Naja, wir beenden diese schöne Folge auch mal wieder. Mal fahren wir nach dem Truppen-Island. Was fahren wir? Nach Truppen-Island, keine Ahnung. Banska, Pidropika, keine Ahnung. Irgendeine griechische Hieroglyphen. Na klar. Wir sagen, Branska Bristrika. Und wir sagen, bis dann in Branska Bristrika. Eure Jungs fahren. Sito LP. Tschüss.